Liebe Zuschauer, heute bei uns die Mittelalterband Feuerschwanz. Hallo, Nathalie. Hi, na? Alles gut bei euch? Ja, wir hatten eine relativ lange Fahrt heute, aber wie ein Kollege schon neulich bemerkt hat, ein Besuch in Hamburg ist es immer wert. Und in so einem Redcar rumfahren ist noch viel schöner. Und wir freuen uns, hier zu sein. Warum nennt man sich denn bitte schon Feuerschwanz? Frag ihn. Naja, also meine Familie hat einen Drachen als Emblem und der hat sozusagen funktioniert andersrum. Also der hat halt einen feurigen Schwanz gehabt und genau, als der Hauptmann noch ganz klein war, hat er immer gesagt, guck mal Papa, Feuerschwanz, Feuerschwanz. Er hat gesagt, nein, kleiner Hauptmann, das ist ein Drachen. Aber ich glaube, so ist der Name entstanden, oder? Naja, mein Vater hieß ja der General. Ich habe ihn immer nur den General genannt. Und du bist der Hauptmann, Feuerschwanz. Ja. Und du hast aber auch einen ganz putzigen Namen, ne? Ja. Prinz? Nenn mich Hodi. Prinz Hodenherz eigentlich. Prinz Hodenherz. Warum nennt man sich Prinz Hodenherz? Das musst du auch in meiner Familienchronik nachschlagen. Ach, hör doch mal auf hier jetzt, Mensch. Butter bei der Fische, was ist hier los? Nee, ich habe mich nicht so genannt. Das wird mir einfach in die Wiege gelegt. Ja, also bei den Hodenherzen ist es so, dass die musikalische Fähigkeit sozusagen tiefer gelegt ist, ne? Und die Bühnenfähigkeit sozusagen tatsächlich am Gewicht ihrer Hoden abmessbar ist. Genau, witzigerweise sind wir in der Familie Hodenherz auch alles Bläser. Also die Gitarre täuscht hier nur ein bisschen. Mein Vater Richard Hodenherz, meine Halbschwester Ronja Hodenherz haben auch alle schon bei Feuerschwanz gespielt. Ganz ehrlich, das fällt mir richtig schwer, da nicht drüber zu lachen, weil das ist ja, das ist ja, ja, aber das ist so teilweise, dass ich auch so ein bisschen rötlich werde, weil das ist ja schon so. Sehr, ein bisschen intim auch so, oder? Oder? Intim wird's bei den Konzerten. Das heißt, erzählt mal, komm, was gibt denn da so ab? Naja, viele wissen ja nicht, dass das Mittelalter tatsächlich sehr, sehr bunt war, ne? Was wir jetzt natürlich auch ein bisschen hier darstellen wollen und sehr lustig. Und intim, das kannten wir ja früher gar nicht. Ne? Für uns war das alles eins. Ne? Körper, Geist, Met. Ihr geht ja auf die Eigenschaften ein, die bis ins Mittelalter zurückliegt. Was sind das so für Eigenschaften, die immer noch heute da geblieben sind? Auf jeden Fall Spielfreude, Feierfreudigkeit. Aber im Grunde auch die Intelligenz ist jetzt auch nicht viel höher als früher. Ne? Das denken ja viele. Aber wir konnten früher auch schon 3 Metfässer zusammenzählen. Das Einzige, was uns als gestandene Ritter nach 800 Jahren auf Tour auffällt, ist in der sogenannten modernen Welt, dass viel schlechter gefeiert wird als früher. Und wir versuchen das mit unserer Musik zurückzutransportieren und ein bisschen Feierkultur hierzulande einzuführen und der ganzen, ich sag mal, Groß Abfertigungsfeierei, ich sag mal Stichwort Großraumdisco oder so, da ein bisschen entgegenzuwirken.